Don't you feel like breaking free? Open your eyes, embrace what you see. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute sind wir mal wieder im Zillertal unterwegs. Es windet leicht, deswegen mit Lauschkugel. Damit mir jeder versteht. Genau. Und damit mich auch jeder versteht. Und wenn ich geschimpft werde. Genau. Ja, lässiges Tage. Es hat in der Nacht geschnitten. Eigentlich hat es fast zwei Nacht geschnitten. Ein bisschen aufgerissen heute. Schaut ganz gut aus. Wir haben jetzt die erste Spur auf diesen Wimbach-Kugellaufer gemacht. Das war mehr wie ein Prozedere. Das war mehr so eine Pilgerstätte. Wie der Jesus mit dem Kreuz immer da war. Es war drunter aufgeist, dann überhaupt kein Schnee und dann wieder eingeschnitten. Winterwanderlein pur, das habt ihr gesehen schon. Und auch mit Vorsicht zu genießen, es ist die Unterlage natürlich ziemlich durch schon. Wir haben jetzt dann März in Tirol und es war lang warm. Also von dem her müssen die Linien jetzt gut gewählt werden, weil es ist das gleich mal ein Skiweg. Das hat ja die Petra da schon gehabt. Ja, hat ihn heute schon ausgezogen. Ich konnte aber weiterfahren, voll geil. Jetzt habe ich langsam echt eine gute Technik. Aber ist die Kamera. Aber ja, schade halt, weil jetzt hat er doch einen ordentlichen Kratzer. Ja. Der Aufstieg heute ist ganz schön mühsam. Wir haben die allerersten Spuren und es ist zum Teil richtig tief hergeweht oder saueisig auf den Felsen. Aber es ruft für die Fälle und es langfällt für die Flotte. Aber die Aussicht ist geil. Muss man dem Ganzen auf jeden Fall lassen. Heute haben wir uns hart verdient, den Gipfel. Yes. So, und jetzt machen wir noch kurz einen Panoramaschwenk. Da drüben. Zu schnell, die werden schwindelig. Ah, Entschuldigung. Ja. Da drüben sind wir gerade raufgekommen. Und es ist kalt, es ist echt kalt. Ja, stimmt, das ist leider. Ich war schon mehr im Après-Ski-Modus mit so Firnschnee fahren und so. Aber nichts da, es hat reinsten Pulver, also wirklich. Kompletten Pulver, naja, es hat wirklich Pulver, ihr seid zu einem Video sehen, da hat die Sonne schon geschossen. März ist jetzt ganz normal, aber es ist wirklich kalt, also minus 10 mindestens hat es herum. Krass, ja. Ja. So, zweite Runde. Wir sind schon wieder hier oben. Wir sind aber dazwischen schon etwas gefunden. Das vorne, wir waren nicht gefunden. So ist es, wir sind dazwischen natürlich schon einiges gefahren, aber es war nicht so übertrieben spannend. Und deswegen haben wir jetzt gedacht, machen wir es hier nochmal an. Weil es gut geht. Und fahren dann nochmal runter, vielleicht ein bisschen anders, diesmal von der Variante her. Aber das ist heute definitiv das Geilste, was wir gefunden haben. Und es geht echt gut. Und ja, muss ja nicht jedes Video furchtbar lang werden. Hat es halt da wirklich geile Erfahrung. Kurz euch Internetvolumen. Bevor wir es vergessen, sagen wir natürlich noch Tschüss. Warm ist im Tal. Ja, das stimmt. Unten war jetzt auch krass im Matschbuckel. Ja. Voll witzig. Total. Der Martin hat noch eine Stunt-Einlage für TikTok gemacht. Ja. Die blende ich euch noch ein. Ziemlich witzig. Und ja, sonst hoffen wir, es hat euch gefallen. Mal schauen, wie viele Powder-Tage wir noch kriegen werden heuer. Ja, es ist Platz zum Steigen vielleicht.
Und bevor wir steigen, treten wir dann schon wieder leer, weil es ist ja dann immer so eine Sache, gell? So ist es. Ja, jetzt sehen wir, März ist. Vielleicht geht noch was, vielleicht nicht mehr. Und ja, wir hoffen das Beste. Heute war es mega cool. Und sehen wir, was kommt. Genau. Sehen wir, was drüber bleiben. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ah ja, und gebt uns auch gerne einen Daumen nach oben. Genau. Tschüss. Ciao.